Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier gerade in der geheimen Universität von der Kaiserstadt. Und ja, müssen jetzt mit Hallo. Irgendwem... Hallo. Hi. Hi. Ja, müssen mit irgendwem jetzt nochmal reden. Ich habe seinen Namen wieder vergessen. Damit unser Zauberstab, den wir eingesammelt haben, vervollständigt werden wird. So. Chironasium. Hier müssen wir hin. Ihr seid, hi. Hi. Willkommen im Chironasium. Kann ich euch helfen? Ja, ich hab einen Zauberstab. Ah ja, das ist ein großer Schritt für euch, Freund. Ob ihr es nun wisst oder nicht. Jetzt müsst ihr entscheiden, was für eine Art Stab ihr wollt. Einen, der zu euch und euren Fähigkeiten passt. Sollen wir beginnen? Ja. Das Verzaubern von Stäben kann recht schwierig sein. Nur bestimmte Zauber werden euch wirklich von Nutzen sein. Daher werde ich einige auslassen. Beginnen wir mit der Schule der Magie. Welche sagt euch am meisten zu? Zerstörung, Illusion oder Mystik? Zerstörung. Sehr gut. Ihr habt drei Wahlmöglichkeiten für die Art von Schaden, die ihr anrichten möchtet. Feuer, Eis oder Blitzschaden. Feuer. Ich mag Feuer. Ihr würdet einen Stab besitzen, der Feuerbälle schleudern kann. Wenn es das ist, was ihr wünscht, dann werde ich sofort an die Arbeit gehen. Falls nicht, können wir von vorne beginnen. Ja, so, das möchte ich. Gut, ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Kommt morgen wieder, dann habe ich euren Stab fertig. Und was mache ich jetzt? Ich grüße euch. Was mache ich jetzt in der Zeit? Hier ist ja die Lobby, Gruß euch. Das Tiber Septim Hotel ist eine gute Absteige, aber nicht billig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Stadt eine noblere Absteige gibt. Ja, okay, Ah, ihr müsst die neueste Errungenschaft der geheimen Universität sein. Dieser bescheidene Kampf. Ich bin keine Errungenschaft, Ja, was machen wir jetzt dann in der Zeit? Ich gucke mal, was könnten wir machen? Was ist hier in der Nähe? Clavicus Wiele? Molag Balschrein? Nein, hier nicht. Hier. Gucken wir mal. Vermina. Verminas Anhänger sagt mir eine Opfergabe von einem großen schwarzen Seelenstein. Beschwörung, eine Tetra-Opfergabe von sidirischem Brandwein darbringen. Beschworen kann etwa von und eine Kreatur als Opfergabe? Nee. Haben wir ja nichts. Von Jüngern Amiras erfahren, dass sie den Tetra nur für jemanden Widerlichen beschwören. Wenn ich ihre Hilfe will, werde ich mich so unansehnlich wie möglich machen müssen. Sagst du mir, dass zur Beschwörung des Delta eine Opfergabe von 500 Goldstücken am Schrein dargebracht werden muss? Molag Bal. Zur Beschwörung des Delta werden während der Nacht ein Löwenfell als Opfer da. Löwenfell haben wir ja. Während der Nacht muss das dargebracht werden. Wunderbar. Okay. Mal gucken.
Ja, ich bin jetzt wirklich neugierig. Okay, der Turm wird immer länger. Seid gegrüßt, guter Bürger. Seid gegrüßt. So, hier haben wir den Ausgang. Machen wir uns mal auf den Weg zum Dingens von Molagbal. Mal gucken, ob wir jetzt schon dafür bereit sind. Und was wir da kriegen. Ich bin neugierig, was wir von Molagbal bekommen. Vor allem, ich glaube auch, manche Gegenstände, derische Items, kommen in jedem Elder Scrolls-Teil vor. Glaube ich sogar mittlerweile. Ich glaube, der Skelettschlüssel kam in allen Teilen vor. Wir müssen querfeld ein. Ich glaube, Nocturnal besitzt auch keine anderen Artefakte, außer den Skelettschlüssel, oder? Okay, das ist jetzt die richtige Richtung. Es gibt hier dädrische und ädrische Artefakte. Kommt Auriels Bogen hier eigentlich auch vor? Das ist ja ein ädrischer Artefakt. Und das kam, soweit ich weiß, jetzt nur in Arena vor. Und Skyrim. Immer diese nervigen Bären. So, da sehen wir schon den Schrein. Festung Holzhand. Und dahinter ist noch ein Dorf. Tyrai Gottelsfond. Existiert hier jemand überhaupt noch? Altar. Oh, Locket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Davon ist noch eine Siedlung.
Und noch eine Höhle. Brindelsheim. Haus Tabales ist ausreichend. Außer Jägern und Dieben auf der Guten Flucht. Morgen. Es Tante? Bitte fahrt fort. Seht euch Ach vor. So. Bitte fahrt fort. Hohe Berge erheben sich an der Grenze im Norden und Osten. Und Sümpfe und Regenwald erstrecken sich bis zur südöstlichen Grenze. Okay. Lebt wohl. Was kann ich für euch tun, Ritter? Tugendsamen Pilgern wird am Wegschrein von Kynaret der Segen der Geschicklichkeit zuteil. Lebt wohl! Wie geht's? Kann ich hier kein Pferd kaufen? Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Gehen wir mal dahin. Wir wollten ja eh zum Molag Bals Schrein. Möchte ich am Altar von Molag Bal einen Löwenfell opfern? Ja. Noch ein Sterblicher, der kommt, um mir zu dienen. Ich wünsche Leiden und Tod. Ihr werdet mir beides bringen. Ich möchte einen Mann sehen, der zum Äußersten getrieben wird. Und dann über die Kante gestoßen wird. Ihr werdet Melos Petilius bei Brindles Heim finden. Ein guter Mann. Ein Ehrenmann. Er ekelt mich an. Ihr werdet zulassen, dass er euch hiermit tötet, dem verfluchten Streitkolben. Während ihr dies für mich tut, werde ich euer armseliges Leben schützen. Wahrscheinlich. Geht mir aus den Augen. Molag Bal sprach mit mir und wünscht, dass ich ihm bei der Korrumpierung von Melos Petilius helfe, indem ich ihn dazu bringe, mich mit dem verfluchten Streitkolben zu töten. Ich sollte zu Brindelsheim gehen und schauen, was ich dort fortfinde. Da waren wir doch gerade. Er soll mich töten? Ich speichere vielleicht vorsichtshalber. Und er will mein Leben dann schützen? Hier, Brindelsheim. Was muss ich hier machen? Insel. Hackauflauf, Rotleib, Käse. Geografie von Barentia, Leitfaden für Karol. Der schwarze Pfeil Band 1.
Akrobatik fertiger. Okay. Band 1 gibt's hier, Band 2 ist in Skyrim. Was muss ich hier machen? Wagt es mich anzugreifen? Ich hoffe, er beruhigt sich wieder. Was muss ich genau machen? Murakbar sprach mit mir und wünscht, dass ich ihm bei der Korrumpierung von Melus Petilius helfe. Ich indem ich dazu bringe, den verfluchten Schreitkolben zu töten. Ausgehen und schauen, was ich dort vorfinde. Hab ich denn den Streitkolben? Ich weiß jetzt nicht, ob ich den irgendwo hier hinpacken muss. Rindelsheim. Dach. Also gut, ich höre zu. Wie geht es euch? Wo ist denn der Kollege, den wir suchen? Dunkelste Finsternis. Spitzhacke, Handsense. Bitte lasst mich in Frieden. Es wäre mir lieber, wenn ihr ginget. Bitte. Melus Petilius? Ich bin Melus Petilius. Lasst mich in Frieden um meine Frau Vena trauern. Sie war meine Frau und ich möchte jetzt lieber nicht über sie sprechen. Also bekommen die Argonier dieses Hist-Zeug, indem sie Hist-Bäume ablutschen. Und die Dunkelforstrotte hat schlechtes Hist bekommen, das sie in den Wahnsinn trieb. Ja, so nett. Lasst mich einfach. So. Ich
verprügelt. Ich verprügel sein Haus. Bringt das was? Hey, hier keine friedliche Lösung finden. Seid ihr irre? Hey. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Ich habe einen Schwur geleistet. Meine Götter werden mich schützen. Lasst mich einfach, bitte. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Ich habe einen Schwur geleistet. Meine Götter werden mich schützen. Lasst mich einfach, bitte. Hey. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Lasst mich einfach, bitte. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Ich habe... Lasst mich einfach, bitte. Legt das zurück, ihr nutzloser Dieb. Was, wenn ich jetzt alles mitnehme? Dieb, Dieb, damit kommt ihr mir nicht davon. Es wäre mir lieber, wenn ihr ginge. So, warte mal. Wo liegt das Zeug jetzt? Hier darfst du wieder haben. Lasst mich einfach. So. Was habe ich sonst mitgenommen? Keine friedliche Lösung finden. Hey! Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ha, ihr werdet mich nie besiegen. Sterbt schon. So, warte mal. Hier. Stirb, du Ratte. Da liegt was. Ha! Ich werde nicht mit euch kämpfen. Ich habe... Lasst mich einfach, bitte. Da liegt was. Hier. Könnt während des Taschendiebes keine Gegenstände in einen Behälter legen? Warum? Bitte lasst mich in Frieden. Ihr hinterlistiger kleiner Dieb, ihr wagt es, mich zu berauben? Ich hab dir nur was da in die Dings getan. Hey, warum habt ihr das getan? Seid ihr bei den neuen Göttlichen? Warum habt ihr das getan? Griff! Seid ihr Angriff! Jetzt ist Schluss. So, hier, nimm den verfluchten Streitkolben. Dein Kopf gehört mir, du elender Nord. Und jetzt fallt um und verblutet. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Nimm den Streitkolben. Was ist mit Was dir? Was ist los? Werdet ihr müde? Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Warum nimmt er nicht den Streitkolben? Stirb. Was ist los? Werdet ihr müde? Jetzt ist Schluss. Was ist los? Diese ganze Gewalt. Warum habt ihr das getan? Hey. Wachen! Was Wachen? Jemand wurde an... Jemand wurde ermordet. Ha, ihr werdet mich nie besiegen. Nimm doch einfach den Streitkolben, ja?
Ich habe jetzt ihn aus Versehen für dich umgebracht. Was ist los? Werdet ihr müde? Sterbt schon, verdammt. Ich lasse mich jetzt einfach verprügeln. Mehr könnt ihr also nicht. Da liegt ein Streitkolben. Warum nimmst du den nicht einfach? Was ist denn... Habe ich jetzt eigentlich Kopfgeld bekommen? Ruhm ist bei 79? Sterbt schon, verdammt. Sterbt schon, verdammt. Zeigt mir, was ihr da habt. Was ist los? Werdet ihr müde? Nimm den scheiß Streitkolben in die Hand. Da. So blocken. Was ist los? Werdet ihr müde? Blocken haben wir verbessert. Was ist los? Werdet ihr müde? Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Lasst es uns zu Ende bringen. Kannst du endlich mal den verfluchten Streitkolben nehmen? Erbärmlich. Was ist los? Werdet ihr müde? Wie sieht das mit schwerer Rüstung aus? Haben wir auch schon gleich. Was ist los? Werdet ihr müde? Und jetzt fallt um und verblutet. Was ist los? Werdet ihr müde? Wow. Das dauert aber auch ewig hier. Warum? Ich habe Melus und kann die Aufgaben nicht erfüllen, die Molagbal mir übertrug. Hä? Ich habe ihn doch nicht getötet. Habe ich jetzt die Axt noch? Ja. Bitte lasst mich in Frieden. Wie erfülle ich die Aufgabe? Bitte lasst mich in Frieden. Oder was, wenn ich die... Bitte lasst mich in Frieden. Ihr könnt während des Taschendiebstahls keine Gegenstände in einen Behälter legen. Ich will es ihm geben. Wie gebe ich es ihm? Bitte. Muss ich die anderen dafür töten? Hier erstmal? Ich wüsste gern, was ich machen muss. Zeigt mir, was ihr da habt.
also nicht. Ich schicke euch. So, der haut ab. Rindelsheim. Ich muss da barfuß. Pfeil der Asche aus. Interessante Pfeile hat er hier. Die auch viel wert sind. Schneesturmbogen. Ich verstehe aber die Aufgabe nicht, wie Guten Tag. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe gehört, hier wurden neulich ein paar Goblins gesehen. Hilfe! Hilfe! Ich werde angegriffen! Ich verstehe aber die Aufgabe nicht. Okay, er rennt jetzt auch rein. So, Axt der Zersplitterung. Kriegsachs der Täuschung. 2000 Groschen hat er. Zieht mir irgendwie Leben oder so. Hey. Mehr könnt ihr also nicht. So. Elfenschild, Streitaxt der Absorption. Ebenholzbeinschienen. Und auch nochmal 1000 Groschen. Gold. Aber was hat mir das jetzt gebracht? Musste ich das tun? Ich verstehe die Aufgabe nicht. Bitte lasst mich in Frieden. Es wäre mir lieber. Lasst mich einfach, bitte. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Angriff! Angriff!
Was, wenn ich das einfach hier jetzt reinpacke? So. Und dann jetzt da rein? Bitte lasst mich. Es ist immer noch da drin, ne? Ich verstehe wirklich nicht die Aufgabe. Ihr könnt während eines Einbruchs nicht schlafen, okay. Bitte lasst mich in. Er hat den Scheiß ja immer noch nicht genommen. Automatisch speichern wieder. Nimm die Scheiße doch in die Hand. Was ist mit dir? Ihr wagt es, mich anzugreifen? Wachen. Jemand wurde angegriffen. Haut Wachen. Ab, ich warne. Haut ab. Hey, hier keine Frieden. Warum? Hey, haut. Wer könnte es mich also nicht zugreifen? Nimm die Waffe da. Erbärmlich. Nimm die Waffe. Nimm sie Tut doch. Euer Schlimmstes. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Ich habe einen Schwur geleistet. Lasst mich einfach, bitte. Wieso kann er die Waffe nicht nehmen? Den verfluchten Streitkolben. Jetzt ernsthaft. Ich werde nicht. Lasst mich. Hey, was geht hier vor? Zeigt mir, was ihr da habt. So, nimm. Hier ist eine Waffe. Nimm sie in die Hand. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Hey! Dein Kopf gehört mir, du elender Nord. Muss er den überhaupt nehmen? Sterbt schon, verdammt. Hey! Zeigt mir, was ihr da habt. Und jetzt fallt um und verblutet. Erbärmlich. Hey! Ja, komm. Sterb schon, verdammt. Hey. Stirb. Er verliert selber ja auch Leben. Hey. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Hey. Jetzt ist Schluss.
So? Ich wurde jetzt bekämpft? Das ist aber auch falsch. Nee, da schnell speichern, warte mal. Nee, bleiben wir hier. Was muss ich jetzt? Bitte lasst mich in Frieden. Was muss ich machen? Wo ist die Sense? Nicht die Sense, der verfluchte. Okay, Streitkolben. Bitte lasst. Molagbar sprach mit mir und wünscht, dass ich ihm bei der Korrumpierung von Melus Petrius helfe, indem ich ihn dazu bringe, mich mit dem verfluchten Streitkolben zu töten. Ich sollte zu Brünnels Heim gehen und schauen, was ich dort vorfinde. Mich in Frieden. Wieso nimmt er den Scheiß nicht in die Hand? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Aufgabe einfach nicht. Bitte lasst mich in Frieden. Es wäre mir lieber, wenn ihr ginget. Bitte. Lasst mich einfach. So. Das Ding bleibt jetzt da drin, ne? Jetzt ist es nochmal automatisch gespeichert. Ich warte mal 8 Stunden. Schön, dass Akrobatik sich jetzt verbessert hat. Bitte lasst mich in Frieden. Die Scheiße ist immer noch da. Warum nimmst du die nicht? Ich bin gleich wieder da. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Okay, ich habe eine Lösung gefunden, weil ich habe das... Warte mal, das ist jetzt die falsche Hütte, oder? Das ist die falsche Hütte. Ich muss dann damit, mit dem Streitkolben, zum Grab seiner Frau... Und dort ist dahin legen und ihn da dann angreifen. Den Petilius. Bitte beziehungsweise nicht ihn, sondern kann ich auch irgendwen jedem anders angreifen. Deswegen, ich würde jetzt nochmal ein paar Stunden warten. Bis er da rausgeht. Ich warte nochmal. Okay, jetzt geht er raus. Wo ist das Grab? Er geht in diese Richtung. Hier. So. Da lasse ich das liegen. Hey, hey, was habe ich euch denn getan? Ich habe geschworen, meine Waffe nicht im Zorn zu erheben,
Aber ihr habt meine Ehre an diesem allerheiligsten Ort verletzt. Ihr werdet sterben, Teufel. Ja, jetzt nimmt er den. Gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Okay, es funktioniert. Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Jetzt ist Schluss. Okay. Zeigt mir, was ihr da habt. Wenigstens hatte der Streitkolben jetzt. Warum wollt ihr nicht sterben? Ich bin doch gerade dabei. Jetzt habe ich die anderen nur für umsonst getötet. Sterbt schon, verdammt. Hallo? Melus? Okay, schwere Rüstung haben wir auch schon wieder verbessert. Stirb. Warum verliert er aber Leben? Erbärmlich. Mehr könnt ihr also nicht. So, ja, komm, noch ein bisschen. Ich habe Melus Petilius dazu reizen können, mich mit dem verfluchten Streitkolben anzugreifen. Ich wurde zum Schrein von Molag Bal zurücktransportiert. Okay, Nun, scheinbar habt ihr die euch gestellte Aufgabe erfüllt. Gute Arbeit. Und wieder einer in die Verdammnis gestürzt. Eine weitere Seele verloren. Aber ihr bekommt ja noch eure Belohnung, nicht wahr? Ich denke, ihr habt sie euch verdient. Meint ihr nicht? Weiter so, kleiner Sterblicher. Molag Bal war sehr zufrieden, dass ich den Paladin korrumpieren konnte. Er belohnte mich mit dem Streitkolben von Molag Bal. Okay. Ihr habt das Wohlwollen Molag Bals errungen. Gepriesen sei der Säher der Zwietracht. Die neuen Göttlichen sind langweilig. Daedra, sie sind niemals langweilig. Gepriesen sei... Ihr habt das Wohlwollen Molag Bals errungen. Gepriesen sei der Säher der Zwietracht. Wir bedrohen niemanden. Warum könnt ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? Gepriesen sei Fürst Molag Bal. Er ist der Gott der Vergewaltigung, also eigentlich. Versteht ihr, warum man den da anbeten will eigentlich? Ihr habt das Wohlwollen Molag Bals errungen. Gepriesen sei der Säher der Zwietracht. Schrein von Molag Bal. Gesegnet seid ihr, der ihr mit dem Verderber gesprochen habt. Es hat einen Grund, dass Schreine geheim gehalten werden. Die Leute hassen uns. Ignorante Narren. Gepriesen sei Fürst Molag Bal. Okay, mein Stab müsste jetzt eigentlich fertig sein, oder? Das war der falsche Zauber. Warte, wie sieht's aus jetzt mit Stufe? Hier, einen noch. Ich glaube, das ist nur noch einer. Dann sind wir den
sind wir wieder aufgestiegen. Jetzt ist Magiereich wieder nicht aus. Muss ich eigentlich Sachen wieder reparieren? Der hat ordentlich auf uns draufgehauen und wir haben das einfach über uns ergehen lassen. Tatsächlich, ja. Da ist noch ein Oblivion-Tor. Wiederherstellung fertig. Ihr solltet das nur über das Gelernte reflektieren. Nice. Also sind wir jetzt endlich Stufe 19. Ein Tor nach Oblivion gefunden. Okay, ich frage mich jetzt aber wirklich, wie viele Tore gibt es denn hier jetzt insgesamt? Und gibt es hier eigentlich eine Nierenwurz? Also insgesamt 60 Nierenwurzeln müssten wir finden, wenn wir alle zusammenzählen. Warte mal, das war die Taverne. Geben wir hier mal 10 Groschen aus. Willkommen in der Wavnet-Herberge. Möchtet ihr ein Zimmer oder vielleicht etwas Wein? Ich hätte gern Bett. Ich habe ein sauberes Bett für jeden, der 10 Goldstücke für mich hat. Möchtet ihr es haben? Ja, ich nehme es. So sei es. Geht die Treppe hinauf und nehmt die letzte Türe auf der rechten Seite. Das ist eure Kammer für heute Nacht. Schlaft gut. Ich wünsche euch eine gute Reise und gehabt euch wohl. So. Eine Stunde machen wir. Hauptsache, wir können das jetzt verteilen hier. Schnelligkeit machen wir 3 Stück rein. Hier packen wir nochmal was rein. Willenskraft. Beeinflusst ihre Geschicklichkeit, ihre Balance und ihre Gesamtausdauer. Zuständig für die Fertigkeit Sicherheit, Schleichen und Schießen. Ich würde das hier vielleicht machen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Das musste sein. Es war für einen höheren Zweck.
Aber ich würde sagen, wir machen hier mal in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.